Der Luftmaschenanschlag. Man legt zu Beginn eine Fadenschlinge, sticht mit der Häkelnadel ein und zieht den Endfaden durch. Das ist unsere Anfangsschlinge. Danach den Arbeitsfaden so um die linke Hand legen, mit der Häkelnadel den Arbeitsfaden holen und durch die Schlinge ziehen. Das ist unsere erste Luftmasche. Nun diesen Vorgang so lange wiederholen, bis die angegebene Luftmaschenanzahl in der Anleitung erreicht ist. So entsteht eine Luftmaschenkette.